Gut, meine Damen und Herren, ich spreche heute mit Herrn Hüseyin Tabak, dem Regisseur von Gypsy Queen. Guten Tag, Herr Tabak. Guten Tag, hallo. Ich freue mich sehr über das Screening von Ihrem Film, denn er erzählt die Geschichte einer Romni. Und das ist ein Thema, das nicht besonders oft im Kino, also erstens nicht besonders oft im Kino vorkommt. Und zweitens ist diese Assoziation, die wir mit Roma haben, sehr in Vorurteile und negative Klischees verwickelt. Ist das eine Art Emanzipationsgeschichte, die Sie uns zeigen? Also wenn ich eine Geschichte schreibe oder auch erzähle halt im Film, dann denke ich erst, aber also ich denke zuerst nicht nach, ob das jetzt eine Geschichte der Arbeitergesellschaft ist oder auch eine Emanzipationsgeschichte. Für mich ist es wirklich, zuerst kommt die Geschichte halt. Ja, und natürlich entwickelt sich aus der Geschichte heraus, weil ich immer, wenn ich einen Film erzähle, wo auch eine Figur die Hauptfigur ist, entwickelt sich von der Figur aus eine Kraft. Ja? Und das ist eine Kraft natürlich einer Mutter, einer Frau. Und so abgeleitet kann man natürlich sagen, das ist eine Emanzipationsgeschichte, die aber nicht in erster Linie deswegen gemacht worden ist, sondern die ist gemacht worden, um einer Figur sehr nah zu sein. Hätte auch ein Vater sein können, das wäre eine andere Geschichte gewesen. Genau, ich mag es halt dann, wenn sich Geschichten also emotional entwickeln und nicht rein durch ein politisches Statement oder Denken halt. Sie haben gerade das Motiv Frau angesprochen. Ich hatte auch das Gefühl, dass Sie im positiven Sinne des Wortes mit dem Motiv männlich-weiblich ein bisschen spielen. Das heißt, Sie zeigen ja die Frau in einer Umgebung, die nicht gerade weiblich assoziiert wird, also im Boxring. Und Sie haben ja auch dafür eine besondere Schauspielerin gewonnen, der es gelungen ist, also Ihnen beiden ist es gelungen, das sehr authentisch und glaubwürdig zu zeigen. Das wäre meine nächste Frage gewesen, aber ich stelle sie gleich jetzt. Hat denn Alina Serban, sie spielt ja die Hauptrolle, hat sie wirklich Boxen gelernt, weil das sieht unglaublich glaubwürdig aus. Erzählen Sie was über diese Figur und über diese Schauspielerin. Also Alina, also wir waren uns bewusst, dass die Rolle oder die Figur zu besetzen sehr aufwendig wird, also sehr schwer wird. Und für mich war aber auch klar, dass ich dann einen Romni haben wollte und auch keine Deutsche oder Türkin, die eine Roma-Frau spielt, sondern das war mir klar. Und wir hatten schon eingestellt, dass wir Streetcasting, weil so viele Schauspielerinnen gibt, die Romni sind und auch die Sprache können halt. Ne? Und tatsächlich haben wir dann gesagt, okay, während wir Streetcasting machen, casten wir mal alle Frauen in Europa, die Romni sind. Und da war sie auch dabei. Das waren, glaube ich, nur 6 oder 7 halt in Österreich, Rumänien, Deutschland und so halt. Und Ungarn, Polen waren da ein paar dabei. Und tatsächlich war sie die erste, glaube ich, und sie hat uns sofort weggehauen. Ja? Und das war schon 2 Jahre vor dem Dreh. Ich habe sie relativ schnell besetzt halt. Vor allem aber auch, also nicht nur, dass sie eine tolle Schauspielerin ist, sie ist körperlich sehr fit, hat lange Zeit Karate gemacht und auch Capoeira. Das ist eine Tanzkunst, Kampftanzkunst, brasilianische halt. Und deswegen wusste sie, wie sie ihr Körper einzusetzen hat. Ja. Trotzdem hat sie dann 2 Jahre, bevor wir sie vorher gecastet haben, 2 Jahre Zeit gehabt, sich vorzubereiten und hat schon Boxunterricht genommen, vorher schon 2 Jahre, so ein paar Mal die Woche halt. Und dann vor dem Dreh war es dann sehr intensiv. Die letzten 4, 5 Monate vor dem Dreh hat sie, glaube ich, 5-mal die Woche trainiert, immer 2 Stunden halt. Und das war mir sehr wichtig, weil man ihr auch ansehen sollte, dass sie eine echte Boxerin ist. Aber es ist natürlich eine Geschichte einer Mutter und nicht, also es ist eine Geschichte einer Mutter, dann einer Frau und einer Boxerin.
Um gleich bei den Schauspielern zu bleiben, Alina hat ja zur Seite auch einen wunderbaren Partner, den Schauspieler Tobias Moretti. Der Film erzählt ja ihre Geschichte, das ist ganz klar, aber er spielt ja eine wahnsinnig wichtige Rolle darin. Was für eine Figur ist Tanne und wir haben ja das gesehen, wie der Talent von Tobias Moretti rüberkommt. Aber was hat er persönlich auch hineingebracht in diese Geschichte? Also ich war tatsächlich am Anfang nicht so davon überzeugt, ob das der Tobias machen sollte, weil er ist halt Tiroler, Österreicher und einen Norddeutschen zu spielen, einen Hamburger. Und dann hat mich er überzeugt, wir haben Probeaufnahmen gemacht und er hatte von Anfang an eine Figur im Kopf, die natürlich so geschrieben war, aber er ist schon darüber hinausgegangen. Also er hat nicht nur dieses Schroffe und dieses Raue gezeigt, sondern er hat sofort auch in seiner Art, in seinem Spiel, diese Verletzlichkeit ganz schnell gezeigt. Und das hat er auch sich angelernt, den Dialekt in den Hamburger, und dann hat alles gestimmt und dann haben wir ihn auch relativ früh besetzt auch. Das war ganz schön. Also die beiden Figuren von Tanne und Ali waren 2 Jahre vor dem Dreh besetzt. Und wie haben Sie dann den Rest der Besetzung gecastet? Das heißt, Sie haben ja auch mit Irina Kurbanova gearbeitet. Sie spielt die Mary und Alexander Jovanovic, der den Udo spielt. Ja? Wie sind die noch dazu gekommen? Also die beiden waren tatsächlich auch die Letzten, die dazugekommen sind, weil die Figur Mary war mit einer anderen Schauspielerin auch schon ein Jahr vorher besetzt. Und dann hat aber sie war auch eine sehr junge Schauspielerin, die hat dann ihre Abschlussprüfung in der Schauspielschule gehabt, wo sie eine Woche lang in der Schule sein muss. Und genau in der Zeit war unser Dreh auch und konnten auch den Drehplan nicht verschieben. Dann mussten wir 2 Monate vorher tatsächlich noch nach der neuen Schauspielerin suchen. Das war sehr, sehr, sehr stressig. Und bei Jovanovic war es auch nicht anders. Da hatte ich auch jemanden besetzt gehabt, der hat dann ein Rollenangebot aus Hollywood bekommen. Und da konnte ich ihm auch nicht sagen, nee, mach das nicht. Und dann habe ich auch den Alexander dementsprechend besetzt. Ja, Sie haben ja auch schon vorhin erwähnt, der Film spielt in Norddeutschland und zwar in Hamburg. Und was mir besonders gefallen hat, ist das Bild Deutschlands, das Sie in dem Film entwerfen. Das ist insofern interessant, dass es von vielen anderen Deutschlandbildern, die im Kino auf der großen Leinwand zu sehen sind, aber auch im Fernsehen ein bisschen abweicht. Das Wetter spielt da natürlich auch eine Rolle, aber auch das Stadtbild von Hamburg. Kennen Sie Hamburg gut? Sind Sie ursprünglich aus Hamburg? Ich habe 6-7 Jahre in Hamburg gelebt. Also ich habe ja in Hamburg sehr viel gearbeitet am Set und ich war da halt auch Fahrer von Schauspielern und so und auch am Set als Setaufnahmeleiter. Und deswegen kenne ich mich in Hamburg sehr gut aus, weil man früher hat man keine Navigation im Auto gehabt und dann war das so, man musste einfach die Stadt kennen. Ne? Ja, natürlich, es ist eine riesengroße Stadt. Und genau, das Wetter, weil das macht ja im Film viel aus. Haben Sie das im Herbst, im Winter oder im Frühling, in dieser Zeit gedreht? Wir haben es im Herbst gedreht, also es war mir auch wichtig, dass nicht nur eine raues Klima ist in dem Umfeld, wo die Ali spielt, sondern auch vom Wetter her. Und das macht es natürlich auch für eine Frau nicht einfacher, wenn sie mit auf dem Bau arbeiten muss oder so halt. Ne? Das macht dann natürlich auch die Bilder haben eine gewisse Farbe. Aber gleichzeitig habe ich versucht, mit der Familienkombination eine gewisse Wärme zu machen. Und auch in der Ritze, obwohl es so eine Kneipe ist, ist da eine Zwischenmenschlichkeit, die sehr, sehr einfach ist, auf einer gewissen Art und Weise und deswegen auch so herzerwärmend ist. Also ich mag es auch sehr gerne mit den verschiedenen, Farbelementen in Filmen zu spielen halt. Ja, der Kontrast zwischen Kälte
also die draußen herrscht und der Wärme in der Wohnung kommt ja auch zum Vorschein in der Szene. Ich glaube, das ist eine Szene, wo die Ali träumt und die Tochter sagt, es ist zwar ein Albtraum, wie sich dann später herausstellt, aber die Tochter sagt, wir haben wieder warmes Wasser. Ja, mhm. Und dann, sie haben ja auch eine Szene gedreht, wo sie dieses, also sie verspielt zeigen, die ganze Familie quasi im Badezimmer. Das hat ja diesen Eindruck schon vermittelt, ja, also von dieser Wärme, von der sie sprechen. Ja, Sie haben ja auch erwähnt, dass Sie am Set, früher am Set gearbeitet haben. Ich habe ein bisschen recherchiert und erfahren, dass Sie auch wirklich viel praktiziert haben im Film. Aber Sie haben ja auch in Wien an der Filmakademie gelernt, direkt mit Michael Haneke gearbeitet oder unter, gelernt. Ein bisschen davon. Ich hab von Michael Haneke gelernt. Er war mein Professor, genau. Mhm. Und haben Sie mit ihm etwas zusammen gemacht, also irgendwas gedreht oder ihm assistiert? Oder? Nein, er war mein Professor. Ich durfte ihm bei der Arbeit auch zuschauen, als er Filme gemacht hat, aber er war 6 Jahre lang mein Professor und Mentor. Mhm. Ja. Sie erzählen eine Geschichte, wie ich schon am Anfang erwähnt habe, die nicht so selbstverständlich ist im Kino, meiner Meinung nach. Und auch, worauf Sie verzichten, ist ja dieser Hintergrund, dieser kulturelle, geschichtliche Hintergrund, den man sich in, glaube ich, vielen Filmen vorstellen könnte, dass ein Regisseur sich dafür entscheidet, dass er nicht nur die Figur in dem sogenannten Hier und Jetzt zeigt, sondern ein bisschen mehr über diesen kulturellen oder geschichtlichen Hintergrund erzählt. Sie haben sich für eine andere Strategie entschieden. Ich hatte das Gefühl, dass, wofür Sie sich interessieren, ist einfach diese Frau, ihre Kinder und die Situation in diesem deutschen Hier und Jetzt, die Fragmente, die in Rumänien wahrscheinlich spielen, die sind ja ganz kurz am Anfang. Warum wollten Sie nicht mehr also diesen Kontext ein bisschen breiter anlegen? Naja, es ist schon eine, also die Ali ist ja mit ihren beiden Kindern auch auf der Suche nach einer Heimat, ja. Also es ist ja nicht nur eine Geschichte von einer Frau, sondern auch nach der Suche nach einer Heimat und nach der Suche nach einer Identität. Es geht um eine Familie, die nach Deutschland gekommen ist, wo die Mutter nicht so gut Deutsch kann, aber darauf besteht, dass sich die Kinder integrieren, auch zu Hause auch Deutsch reden und so. Und deswegen wollte ich mit dem Film, eigentlich fängt der Film ja an mit einer Szene des Mutterwerdens, also mit einer Geburt. Ja? Und das wollte ich auch ganz klar stellen, dass das eine Geschichte einer Mutter ist. Und deswegen fängt es auch so an. Und dann ist die zweite Sache wirklich eine Reise, eine Suche nach sich selbst und nach der Heimat halt. Und das ist halt, da fangen wir erst an mit einer Flucht von der Vergangenheit. Und deswegen zeigen wir auch kurz die Vergangenheit. Und dann das Ankommen und Zurechtfinden in einem neuen Umfeld. Und dann die Suche halt, wie gesagt, nach der eigenen Identität. Und deswegen haben wir immer natürlich so kleine Rückblenden nach Rumänien, aber im Großen und Ganzen würde das in dem Konzept, was ich erzählen wollte, nicht so gut passen, weil dann man auch, es würde sich nicht als eine Reise sich anfühlen, sondern es, ja, und vor allem geht es auch darum, um eine Frau zu erzählen, die in einem fremden Umfeld versucht, also ihr fremden Umfeld versucht, ihre Kinder aufzuziehen halt. Dies, und dieser Punkt wird in Deutschland eher selten erzählt. Also man hat wenig Geschichten, die auch wirklich von der Sicht von der Frau erzählen. Aber auch, es gibt viele Filme, die erzählen von der Sicht von Deutschen und so. Und, aber so wirklich von der Sicht von der Figur ist es wenig. Sie sagten Identitätssuche beziehungsweise eine Suche nach einer Heimat. Ich habe das auch so verstanden, beziehungsweise empfunden, dass sie in diesem Boxring, dass es eine Metapher ist, ja, sie boxt sich quasi im Leben auch durch, ja, das ist ein hartes Leben,
was sie in Rumänien hatte. Das ist aber auch weiterhin ein hartes Leben, was sie in Deutschland erwartet. Zuerst die Arbeit in dem Hotel und dann Arbeitslosigkeit, quasi Suche nach irgendeiner Beschäftigung. Ja, ist das so? Ist das eine Art Metapher? Klar, also was ich sehr spannend fand bei meiner Recherche über das Boxen, ist, dass jeder Boxkampf eine eigene Geschichte ist. Es ist eine eigene Geschichte mit einem Anfang, wo der Boxkampf anfängt, ja, und mit einer immer am Ende ein Höhepunkt, wo man dann entweder gewinnt man oder verliert man halt. Ne? Und dazwischen gibt es halt den Weg. Der Weg dahin, wo man dann auch immer nicht alleine ist, wo jemand dir mal was zuruft oder dich motiviert oder so dich wachrüttelt hat. Und das ist, aber trotzdem am Ende bist du trotzdem alleine im Ring. Und das ist ganz klar natürlich eine Art von Metapher für ihr Leben. Ja, und dieses Alleinsein zeigen sie ja auch in der letzten Szene quasi. Sie bleibt im Ring alleine, was ich auch so besonders fand, ist ja diese Kinderfantasie, die dann auch am Ende zu Wort kommt. Da zeigen sie in der Parallelmontage die Situation im Auto bei Mary, ja, wo die Esmeralda sich die Übertragung von dem Boxkampf anhört und die Ali in dem Ring kämpfend und sich durchboxend eben. Und dann kommen der Schmetterling und die Biene. Und dann wissen wir, wir sind irgendwie im Kopf von diesem kleinen Mädchen, ja, das sich etwas vorstellt und anscheinend auch der Mutter so wie ein bisschen Energie und Kraft gibt. Ja? So diese telepathische Verbindung. Also ein bisschen magisch kommt das schon rüber. Ja? War das auch so gedacht? Ja, klar. Also es ist schon ein magischer Realismus, den ich da sehr gerne anwende. Und zwar, dass man in dieser ganzen Rauheit und auch Brutalität, den ein Boxkampf mit sich bringt, man aber diese Magie spürt und diese Zusammen, also weil sie telefonieren ja vorher auch. Und dann die Tochter spielt ja am Anfang des Films ein Spiel mit der Mary, wo sie sagt, schließ die Augen und stell dir was vor. Mhm. Sie macht das selber. Sie schließt da selber die Augen und stellt sich dann die Biene und den Schmetterling vor. Mhm. Und dann zeichnet sie die Mutter im Boxring, ja? Weil da sehen wir das statische Bild ganz am Ende. Es ist die letzte Einstellung. Und es ist eine Zeichnung von Esmeralda. Da sehen wir auch die Signatur. Esmeralda ist dann auch die Autorin, die in der Diegesis, also in der filmischen Welt, von den Bildern, von den Zeichnungen, die am Anfang gezeigt wurden. Das heißt, das ist auch, ihre Vorstellung von den Situationen, so wie das rüberkommt, ist das die Reise von Rumänien nach Deutschland. Ja, also in diesen statischen Bildern ganz kurz erzählt. Ja, es ist am Ende sieht man halt, dass es wirklich eine Nacherzählung von der Esmeralda ist, die dann die ersten Bilder, da gibt es noch keine Namen, aber es ist derselbe Malstil halt. Und dann, und man sieht sie auch als Kind malen halt zu Hause halt. Sie malt ja auch den Tanne und sie malt auch, also auch die tanzende Mary und so. Und am Ende sieht man ein Werk von einer Künstlerin und man weiß, sie hat es geschafft, wie auch immer halt. Und man spürt in ihr die Kraft der Mutter. Ja. Ich habe auch ein bisschen gelesen darüber, wie Boxen auch gerade im Zusammenhang mit der Roma-Kultur, also wie diese Verbindung deutlich ist und eigentlich eindeutig. Das heißt, ich weiß nicht, ob Sie darüber früher wussten, ob Sie was gelesen haben. Es gab ja dieses Theaterstück Ruckeli im 2013 in Köln. Das erzählt die Geschichte von einem Sinti, von einem Boxer, der hieß Johann Wilhelm Trollmann. Und der war 1933 deutscher Halb,
Schwergewichtmeister. Ja, und ich das sofort irgendwie auch assoziieren müssen, dass dieses Motiv auch so toll von ihnen geschlechtlich umgedreht wird. Ja, das heißt, sie zeigen ja diese Frau, diese starke Frau, die, die das so uns auch ja, ihre, ihr Drama und diese Tragödie, die in ihrem Leben auch steckt, so toll vermittelt. Gut, Herr Tabak, es hat mich sehr gefreut. Und wie gesagt, ich freue mich auch sehr darüber, dass der Film auch bei uns in Polen in der, innerhalb der deutschen Filmwoche gezeigt werden konnte. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Dankeschön. Erfolg bei den nächsten Arbeiten und wir freuen uns schon auf Ihre nächsten Filme. Vielen Dank, danke euch. Danke. Bis bald.